euch und willkommen hier zu einem weiteren Panini Orakel zur WM 2022. Herzlich willkommen zur Gruppe H. 17 Uhr heute Anstoß Portugal gegen Ghana. Was macht Krisch? Was macht Cristiano Ronaldo? Also eigentlich gucke ich die Partie wegen Ronaldo. Ist einfach ein Fakt. Ist einfach ein Fakt. Genauso wie es ein Fakt ist, dass ihr eure Tipps in die Kommentare schreibt. Und es ist genauso ein Fakt wie, dass wir hier 7 Packs auspacken. 7 Packs fürs Orakel Portugal gegen Ghana. Ich sage, es wird ein 2-1. Und Ghana hält gegen. Sag ich. Und wir starten mit USA. Iran, Serbien, Senegal und Australien. Wapp, wapp. Haben wir Mexiko, Korea, Schweiz, Serbien und Australien. Kanada, USA, Japan, Wales und Frankreich. Timeline 2018. Weltmeister 2018, die Franzosen mit Kylian Mbappé. 0-0 nach 45 Minuten. 0-0 nach 45 Spielminuten. Nachher gibt es übrigens auch noch die Brasilien-Partie. Auf Brasilien bin ich sehr, sehr gespannt, weil Brasilien für mich auch Titelfavorit ist. Das ist, ja, kann ich ja so sagen. So, zweite Halbzeit. Zweite Halbzeit startet mit Yuri Tielemans. Iran, Korea, Argentinien und Iran. Jetzt muss er aber mal kommen, ne? Jetzt muss hier mal. Na, ein paar Törchen wären noch schön. Aber so funktioniert es nicht. Letztes Pack der regulären Spielzeit. Marokko, Frankreich, England, Kamerun, USA. Wird es ein 0-0 zwischen Krisch und Ghana? Brasilien. Wird nicht. Alexander Djiku mit dem 0-1. Oh mein Gott. Bruch und ein F für Cristiano Ronaldo. Das war's. Ghana gewinnt das Eröffnungsspiel und nimmt den ersten Dreier mit gegen Portugal. Das ist ein ganz, ganz großes Big W für Ghana und ein dickes F für Portugal. Das war's. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, eure Tipps in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.